Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu The Last of Us Part 1. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wie immer, gleiche Stelle, an der wir im letzten Part aufgehört haben. Wir dürfen jetzt immer noch Robert töten wahrscheinlich. Auf jeden Fall müssen wir ihn... Wir müssen an ihn rankommen, sagen wir es mal so. Der ist aber umgeben von sehr vielen Lakaien. Deswegen versuchen wir ihn jetzt erstmal hier ruhig alles auszuschalten. Jetzt vielleicht unsere Chance. Steht der andere noch da? Nee. Komm. Komm. Bleib cool, Mann. Immer mit der Ruhe. Alles, komm, beweg dich. Aber überhaupt nicht laut. Sehr schön. Den haben wir. Was mit ihm da? Nicht umdrehen, bitte. Da ist noch einer. Komm her. Bleib cool, Mann. Immer mit der Ruhe. Der nächste weg. Sehr schön. Noch einer. Oh, was ist das hier? Was wollen wir denn mit dem Kerl? Mir passt nicht, wie er uns herumkommandiert. Seinen bescheuerten Pferdeschwanz passt mir nicht und dass er uns noch nicht bezahlt hat. Schon gar nicht. Die Leute, die hinter ihm her sind mit die gefährlichsten in der Stadt. Was machen die wohl, wenn sie spitz kriegen, dass wir damit drinne hängen? Ja, Robert verarscht sie wirklich alle. Oh oh. Hat er den jetzt entdeckt? Leiche! Nix da. Keine Leiche. Kann man die Körper eigentlich wegtragen? Nee, wa? Das ist doof. Wir schleichen hier, ey. Kriegen wir den gepackt? Ja. Und tschüss.
Ui. Jetzt können wir mal versuchen, was zu werfen. Wow, was zum Teufel? Ja, was zum Teufel. Und tschüss. Na bitte. Ah, jetzt können wir mal ein Medkit benutzen. Sehr schön, können wir das hier gleich mitnehmen. So, Robert, wo bist du? Wir sind hier, um dich abzuholen. Beeilen wir uns. Oh, Scheiße! Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Einfach geschmissen, das Ding. Robert! Joel, hier lang! Ja, machen wir gleich. Lass mal gucken, ob es hier noch irgendwas zum Abgreifen gibt. Okay, so viel dazu. Dann müssen wir uns anscheinend wirklich beeilen. Na denn? Robert! Joel, hier lang! Joel. Komm, er ist da rein! Hinterher! Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Autsch. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... Es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Alter. Fuck. Stopp, stopp, stopp! Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer war das doch hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und. Ah! Ah, verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Tschüss, Robert. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt?
Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Sofort hier weg. Ihr wollt den Deal? Dann los. Ich würde aber trotzdem gerne noch sehen, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Nur kurz einmal gucken. Aber sieht nicht so aus. Okay. Dann Marlene hinterher. Die vom Steckbrief. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Na los. Wo ist Tess? Ah, da kommt sie. Okay. Ach du Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Oh, stopp. Auch wenn ich noch nicht weiß, was wir damit machen können. Joel, hilf mir doch mal. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Boah, steh mir doch nicht im Weg, Tess. Was ist los bei dir? Oh oh. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie's läuft. Lasst uns gehen. Zu dieser Tür. So, dann so einer. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Leckt mich am Arsch. Los. Und tschüss. Wir haben alles verpasst. Ich nehme den hier. Schleich dich an und nimm den anderen. Gerechtigkeit wartet nicht, Soldat. Ach, egal. Okay, Messer hätte jetzt nicht sein müssen. Gut, seid leise. Da, wie Tess hier rumrennt. Guck mal hier. Okay, vorsichtig.
sind so viele heute. Ach was. Gott. Was, voll? Okay, Munition ist voll. Mehr können wir nicht tragen. 20 Schuss, das ist aber nicht viel. Zwei noch. Okay, pass auf, das machen wir. Was ist der andere? Hey, ich hab ihn doch geschlagen. Gut, er lebt noch. Alter. Aua. Ja gar nicht. Hätte ich gerne noch die Munition. 6 Schuss. Nice, danke. Den nehmen wir auch mit. Der andere vielleicht noch Munition. Flasche mag ich lieber. Die hier haben sie erschossen, okay. Hier ist aber auch nichts mehr. Gehen wir, Marleen. Hier lang. Ist nicht mehr weit. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Mist. Wer ohne Beeilung entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Kann ich rennen? Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Wollt ihr uns nicht erstmal die Waffen zeigen? Joel, hilf mir mal eben. Kannst du auch irgendwas alleine? Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger hey, von hey, hier! Hey. Hör auf damit! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe.
Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mal. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Sie sieht nicht begeistert aus. Aber da ist er. Das Cover-Mädchen, Ellie. Schon gefragt, wann wir sie endlich sehen. Bock hat sie auf jeden Fall keinen. Rotzgör. Aber man weiß ja schon, dass sie auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Beziehung zueinander aufbauen werden. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Bring diese Medaillen. Oder Ketten. Naja gut. Dann sind wir aber schon wieder leider am Ende des zweiten Parts. Damit sage ich erstmal wieder an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von The Last of Us Part 1. Oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.